Am 29. Oktober verwandelte sich der Verkaufsraum von Kurzbach Sonnenschutz in Grimma kurzerhand in ein Sendestudio. Zu Gast war das Team von Sportpunkt um Norman Landgraf, um die Live-Sendung Heimspiel, das Fanmagazin, zu senden. Verschrieben haben sich die Macher hier ausschließlich dem Regionalsport. Stammsendeort ist der Pie-Maker Leipzig, aber das Team tourt auch gern zu den Akteuren des Regionalsportes. Und so ging es gegen 19 Uhr aus Grimma live auf Sendung. Hey, hallo Robert, grüß hey, dich, hallöchen, servus, hi. Hallo liebe Zuschauer und damit herzlich willkommen zur 73. Sendung Sportpunkt. Heute sind wir hier in Grimma und wir haben natürlich heute wieder ganz, ganz viel für euch vorbereitet. Es gibt einige Spielberichte, vor allen Dingen von RB Leipzig, da warst du? Da war ich, ja, bei genau. Den Frauen. Bei den Frauen werden wir viele, viele Tore sehen, werden auch das ein oder andere sehen. Egal ob Fußball, Eishockey, Floorball oder Volleyball, jegliche Begegnungen aus der Region werden hier in einer wöchentlichen Sendung zusammengefasst und besprochen. Für den Moderator Norman Landgraf ein Herzensprojekt, in das er und das Team seit einigen Jahren viel Leidenschaft stecken. 2012 hatte ich die Idee mit einem Freund zusammen, der leider mittlerweile nicht mehr mitwirken kann aus beruflichen Gründen. Hintergrund war der, dass wir die kleinen Vereine betrachten wollten und denen eine Plattform geben wollten, ihre sportlichen Aktivitäten. Es hat sich jetzt natürlich noch mit herausgestellt, dass es Sinn macht, auch den Breitensport zu betrachten. Und das machen wir neben unseren Sendungen, also ist aufgebaut mit einem Rückblick vom Wochenende von Breitensport und natürlich auch Fußball, von einem Hauptakt, wo wir dann natürlich auch Gäste da haben, die wir interviewen und am Ende den Ausblick zum nächsten Wochenende. In der Talkrunde ging es dann natürlich rund um den FC Grimma. Vorstand, Kapitän und Trainer hatten hier also ebenfalls ein Heimspiel und plauderten in der Folge auch über die Mannschaft. Die letzten Niederlagen nach dem sehr guten Start in der Oberliga und die Hürden des Stadionbaus waren Thema. Man muss auch ganz klar sagen, wir haben mit dem Pokalspiel aus und Leint Nick gekriegt. Und wir wollen auch gucken, dass wir das in der Mannschaft vorantreiben. Wir lassen der Mannschaft da einen freien Rücken. Das ist genauso, wie wir das auch mit dem Trainer halten. Wir kümmern uns um andere Sachen, die genauso schwierig sind. Denn wir haben immer noch einen Stadionbau in Arbeit, den wir jetzt abschließen wollen. Wie läuft es da beim Stadion? Ja, ich hoffe mal, dass wir in 4 Wochen eine Kerze anmachen können und dann geht's los. Ich habe gedacht, schön abbrennen. Brandsanierung nennt man das. Nein, also ich sage, auch während des Aufstiegs in der Oberliga sollte das Stadion schon längst fertig sein. Und das haben die Jungs super gemeistert. Die hatten zwischendurch keine Kabine, die hatten zwischendurch kein Licht, die haben fast im Dunkeln gespielt. Und all diese Dinge hat eigentlich diese Mannschaft zusammengeschweißt. Und jetzt gilt es einfach darum, diese Qualitäten wieder zusammenzupacken. Denn ich kann mich daran erinnern, ist 1,5 Jahre her, da habe ich die Trainermannschaft freigesetzt. Ich habe die halbe Geschäftsstelle freigesetzt, weil ich gesagt habe, wir machen den Reset für den FC Grimma. Und bis dato kann ich sagen, ist es gut gelaufen, weil alle sich motiviert fühlen und wir sind eigentlich da eine Riesentruppe, die zusammengeschweißt ist. Also wir machen es mit der Herz. Eine gute Fußballhalbzeit dauern die Sendungen, die nach der Talkrunde einen Ausblick auf kommende Partien gibt. Zu einer schönen Tradition ist außerdem die Kurzpartie Dart geworden. Für einen guten Zweck werden hier die Darts geworfen. Das bedeutet, dass jeder erzielte Punkt 10 Cent bedeutet und das heißt, dass wir 10 Cent pro Punkt dann immer der Mukoviszidose zur Verfügung stellen. Das heißt, der Mukoviszidose-Verein, Daniel Kemper, ein sehr, sehr großer Kämpfer dafür. Seine eigene Tochter ist seit vielen, vielen Jahren daran erkrankt und er kämpft darüber. Und ich habe ihn bei verschiedenen Moderationen mal kennengelernt, durfte im letzten Jahr bei der Schutzengel-Gala auch dabei sein. Und das hat mich so beeindruckt, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen mit unserem Format genau diese Krankheit unterstützen, beziehungsweise die Forschung für die Krankheit. Und dafür sammeln wir Geld. 9,60 Euro wurden erspielt und dieser gute Zweck wurde vom FC Grimma um weitere 100 Euro erhöht, um den Kampf gegen die Stoffwechselerkrankung zu fördern. Insgesamt ist die Sendung ein schönes Format, was dem Regionalsport eine ansprechende Plattform bietet. Damit sind wir am Ende, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank. Die Gäste hier waren unter anderem Oliver Kurzbach, Frank Weike, Daniel Kurzbach und Alexander Kunert. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das hat mir echt Spaß gemacht. Eine sensationelle Location. Müssen wir drüber nachdenken, nochmal wiederzukommen. Und, ja. Viel Erfolg euch auch weiter. Genau, viel Erfolg für alle und vor allen Dingen schaltet wieder ein und bleibt sportlich. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.